eben gerade noch Eiswürfel in der Hand gehabt. Wo hat es gezwickt? Ist alles okay? Nein, alles okay. Das ist so, ich habe noch von dem Turnier, das erste Turnier in Oldenburg, ich habe ein bisschen verletzt. Das zweite Turnier, ich habe nicht so 100%. Heute geht es, aber ein bisschen aufpassen. Dann hoffen wir, dass das aber noch hält heute. Wir haben nämlich sehr viel Spaß dabei, Sie zu sehen. Die brasilianische Connection sehen wir jetzt bei den Bayern auch wieder. Wem gucken Sie denn am liebsten zu von den Brasilianern? Ja, es ist Paulo und Zé Roberto. Es sind beide super Fußball gespielt. Zé Roberto ist unglaublich, dein Körper momentan. Und fit ohne Ende. Ja, das total. Das ist kein Ayrton, das ist Zé Roberto. Ich habe mit Zé Roberto gesprochen, wieso du trainierst Ende den Tag? Ich sage, Ayrton. Ich bin trainiert noch, unglaublich. Aber Zé Roberto ist ein sehr guter Fußballer. Wollte er dann noch Tipps geben oder wie? Ich hoffe, das wäre gegen Bayern im Finale und da gucken wir, kugelblind gegen Zé Roberto, was passiert. Aber ich muss ein bisschen aufpassen. Jetzt kommt Halbfinale und werden im Finale danach ein bisschen Vollgas. Dann gucken wir erstmal zu. Dankeschön. Und hoffentlich hält alles. Dankeschön.